Ja, was wolltest du sagen? Ich wollte nur ankündigen, Rufen, dass die letzte Folge extreme Überlänge haben muss, weil die Tradition es so sagt. Erstmal kam der Krawall. Wie lang war denn die letzte Folge von 3D World? Eine Stunde irgendwas. Ja, na also. Das liegt aber auch daran, dass das super duper extra Speziallevel Ja, war. trotzdem, wir können ja. Es ist alles gut, Rufen. Ah, Alles ist böse. gut. Kamek ist Was böse. steht da? Yo, Code, Muni. Ah, oh, Kamek Krawall. Ach du Heilige, was ist das denn? Oh nein, ich habe einen Diamant. Okay, danke schön. Oh nein, ich habe einen Diamant. Oh, ich kann die toten Vögel einsammeln. Was? Oh, nebenbei. Mir fällt gerade was ein. Was? Jetzt, wo ich diesen Mond da im Hintergrund sehe. Dieser tolle Boss aus Yoshi's Island, der da auf diesem Stimmt, Planeten ist. dieser schwarze Vogel, ne? Ja, oh, das ist ja richtig schade, dass der hier nicht drin ist. Allgemein, ja? Ich habe Yoshi's Island nämlich nie durchgespielt. Ich Ja. hätte den zu gern bekämpft. Spiel jetzt doch einfach mal durch, bitte. Spiel es mal Irgendwann. live im Stream. Irgendwann. Nicht irgendwann. Irgendwann Erst spielst du Hatoful Boyfriend und dann Yoshi's Island. Jetzt erwartest du aber ein bisschen viel, meinst du Ich nicht? hab dir das extra geholt. Ja, Oder? aber. Ja, ich habe mir auch extra was gekauft, mal mit gespielt. Das passiert halt mal. Ja, aber ich hab's für dich gekauft. Ich hab mein Geld aufgeopfert. Du hattest doch eh wahrscheinlich den Steam Key geschenkt bekommen. Nein, ich hab's echt für dich gekauft. Damit du spielst. Glaube ich will das irgendwie nicht Und glauben. du spielst es einfach nicht. Ich finde das dreist Wäre von es, dir. wenn ich mal kein Ball mehr wäre, weil wenn du stirbst und ich ein Ball Ja, bin, glaube ich. mach dich frei. Ich kann Kamek nicht einsaugen. Warum ist da Kamek? Ja, weil Kamek uns Krawall geben möchte. Das ist Oh. der derbe Kampf hier. Ach so. Kamek möchte es wissen. Kamek möchte es wissen. Doch, bitte. Kamek möchte es Bitte, wissen. bitte. Talatalata. Ach. Warum kann man Kamek nicht essen? Weil Kamek ein Boss ist. Na und? Ja und? Na, dann soll er aufhören hier. Oh Gott. Hast du mal deinen Boss auf der Arbeit? Du hattest keine Arbeit. Hast du mal deinen Schuldirektor gegessen? Nein. Ja, also. No, noch nicht. Möchtest du das mal tun? Liebend gerne. Ist es ein Erlebnis, das du ohne dass du nicht leben Auf kannst? jeden Fall. Ja, dann sollten wir dafür sorgen, dass es keine Vorstellung mehr wird, sondern eine Wahrheit wird. Oh. Ist dein Schuldirektor auch. Sehr gut. Und wenn das geschehen ist, dann musst du mir erzählen, wie es war. Der ist eh doof, der verdient das. Oh, das hört sich jetzt echt gemein an. Nee, der ist echt doof. doof. Ja, aber nur weil jemand alt ist, ist er nicht gleich doof, oder ist er doof, Nein, weil er doof ist? er ist nicht alt. Er ist doof, weil er doof ist. Er ist sogar jünger als. Er ist sogar 25 Jahre jünger als unser alter Schulleiter. Das ist echt jung für einen Schulleiter. Ja. Wenn ich bedenke, dass mein Schulleiter irgendwie so an die 80 war. Ja. Ich glaube, das muss bei Gymnasialschuldirektoren einfach so sein, dass die so um die 80 sind. Ich glaube, Ja, das muss einfach ich sein. bin ja auf einer Gesamtschule, da ist auch Gymnasium, ne? Ist was? Ja. Bei den Schimmeltor schlau, Leute? Ja, Oh, war überall. das gerade ein gemeiner Diss. Wie, oh, eiskalt, wie rufen mich hier dauernd Dist. Und sowas muss ich ertragen. Eine Woche lang, Freunde. Bitte spendet für. Wir wollten doch eh mal eine Buffels-Crowdfund machen, damit du eine Review kriegst. Ja. Ach, guck mal, jetzt kann man da unten stehen. Ich weiß noch nicht genau, was das bringt. Ach so. Das hier bringt es. Das ist wichtig. Wir kommen da oben wieder raus. Ja, ich sehe es gerade. Mal schauen, was wir jetzt machen. Oh, bestimmt dürfen wir wieder Flugzeuge sein mit Kamek-Krawall dabei. Oh, bitte ja. Flugzeuge, komm, hat schon. Ah, oh, Flugzeug. Unfassbar, er hat's predicted. Das Flugzeug, Yoshi. Flieg und sieg. Wow. Oh. Ist da jemand im Stimmbruch? Nein. Hat sich gerade so angehört. Ich habe nur gejubelt. Das hört sich aber sehr, sehr schräg an. Bin nicht im Stimmbruch, ich bin schon raus da leider. Das weiß ich, die klingt deine Stimme nochmal ein bisschen tiefer hier. Die könnte ruhig noch ein bisschen tiefer sein, ja. Jetzt klingst du wie ein Goblin. Oh. Oh Gott. Wie Golden klingen. Ja klar. Und dann würde Speed uns live kommentieren. Ja. Nein, ich möchte den German Restream kommentieren. Den German Restream? Ich habe gerade im Übrigen die ganze Zeit auf dich geschaut und habe gedacht, das wäre ich. Das spielt gerade mit der Slowdown, das ist traurig. Ja, so dezent. Sieg! Und Sieg! Ja, hi! Was? Du bist fast so stumpf wie mein aktueller Sitznachbar. Der dreht sich auch einfach um und fragt mich, ob ich es toll fände, einen Hitlerbart zu haben. Was? Ja, der ist nervig. Und das sehr war reif. Aber gerade mehr oder weniger einfach der Versuch, einen Witz zu machen. Ja, das war ein wunderbarer Witz.
Nee, ich meine, man muss über seine Vergangenheit ja lachen können. Ja, ja, ist sehr gut so. Ich meine, all dieser ernste Quatsch von wegen, ja, man sollte keine Witze über Hitler machen. Ja, mein Gott, wer fühlt sich denn bitte heutzutage von sowas noch angegriffen? Ich. Oh, ich hab dich. Danke. Ich hab dich, ich rette dich. Vor wem? Oh Gott. Kamek. Oh Gott. Guck mal, das hat perfekt gezielt. Tatsächlich. Mehr oder weniger, aber... Unbeabsichtigt. Ja, das ist in der Tat richtig. Das ist eine traurige Wahrheit, aber es ist richtig. Das war ebenso perfekt gezielt. Das Level ist ehrlich gesagt ziemlich einfach dafür, dass es kurz vor... Nein, das ist nicht einfach. Oh, euch lesen. Nee, ehrlich, dafür, dass es kurz vorm Finale ist, wirkt es ziemlich leicht und lächerlich, oder? Naja, Kamek ist hier, macht Krawall. Oh. Der weiß halt noch nicht genau, um was es hier geht. Kamek weiß noch nicht genau, dass er gleich von seinem Boss eben hier eins auf die Hube bekommt, weil er eben sich auf die Reihe bekommt, uns aufzuhalten. Ach, von seinem Boss Bowser oder was? Der B-Bowser hier. Ach so. Bowser Junior. Wir müssen da rein. Das sind Diamanten. Egal. Das will ich alleine später holen. Ja, mach das doch. Ich habe ja, das ist ja graue Nacht. Mimi. Sei fröhlich. Ich bin aber nur fröhlich, wenn ich Klettverschlüsse dabei habe. Ach Gott. Im finalen Level gibt es sicher noch mal Klettverschlüsse. Ich zweifle leider daran. Ich auch. Ich hab's trotzdem sagen wollen, um dich aufzuheitern, Ruben. Ah, bitte, ein bisschen weiter. Ich versuche es ja gerade zu drehen, aber es dreht sich nicht. Nee, du musst nach vorne gehen. Auf dem Brettdings da. Ja, hat ja auch so geklappt. Das war aber sehr riskant, Ruben. Ah, Kamek. Ja, ich komm nicht hoch. Dann mach ich so. Okay, das wird ein Kamek-Yoshi, oder? Oh, Kamek-Yoshi, jetzt werden wir zum Feind. Unfassbar. Und wenn er rechts kommt, das ist auch nicht mehr sein. Der richtige Feind bin jedoch ich. Das ist in der Tat richtig. Was? Ach du Scheiße. Einfach ein langer Weg aus diesen... Ach bitte, Hitbox. Kann man so machen. Hey, du. Aber ich glaube, Kamek will es jetzt... doch nicht. Ich dachte, Kamek will es jetzt wissen. Wow, das Level war erstaunlich einfach. Hey, jetzt kommt erst das letzte Level. Ja, aber das vorletzte Level hätte auch schon mal Spannung aufbauen können, so wie bei Tohu. So dass im Final Level der Mid-Boss auch schon hart ist. Und dich hart. Ja. Aber das war ja jetzt ja luschig. Das waren sogar im Rad mal 7 Minuten. Okay. Ja. Und wie gesagt, alles ist gut. Böse. Böse. Was? Sie hatten Wolle in der Hand. Epischste Musik ever. Tatsächlich. Mal schauen, wo wir jetzt hingehen. Es führen sicher Treppen in den Himmel aus Wolle. Nee, erstmal ein Kamek. Genau. Der Kamek. Tatsächlich. Schon wieder so ein Gangster. Ist das hässlich? Man sieht, was es darstellen soll. Ist es trotzdem hässlich? Oh, nee. Oh, nein. Eine Röhre sogar. Oh, vielleicht kommen ja nur noch ein paar Level. Eine neue Welt. Nach oben. Nö. Wow, das sieht irgendwie verdammt harmlos aus. Es sieht überhaupt nicht bedrohlich aus. Das haben ist das beabsichtigt? Gut viel, das ist falsch. Gut viel, es muss ein bisschen bedrohlicher sein. Das Schloss. Also jetzt wollen aber die auch. Komm, für das Level brauchen wir hier richtig die Sticker hier. Ich meine zum Beispiel Staffattacken. Hitze kann dir nichts anhaben. Ich glaube, mit diesen Staffattacken sind stärker. Könntest du wahrscheinlich unheimlich schnell Bosse töten, kann das sein? Ja, mach das mal. Nee, ich will keinen Sticker. Wie, nicht? Nee. Ich will eine Eismelone. Das wäre viel zu einfach, finde ich. Komm, das muss doch nicht sein. Schnuffel. Nein. Noch einmal. Schnuffel im finalen Level, ich bin ja. Ich geprägt von Schnuffel. Ich liebe Schnuffel. Ich will die Schnuffel nie wiedersehen. Oh. Sind das Mäuse? Oh, Schnuffel ist cool, siehst du? Nein, Yoshi ist sweet. Schnuffel. Ach ja, Yoshi ist auch sweet. Baby Bowser Schloss. Die 6-8. 6-8-2-1. Das sieht auch sehr gefährlich aus. Ich hab wieder ein paar mehr Totenköpfe und Totendinger. Esther, ich verlange, dass du morgen live streamst und und Yoshi's Island spielst. Huch! Noch nicht. Noch nicht, genau. Das dachte ich mir gerade auch. Komm, morgen streamst du und spielst Yoshi's Island live durch. Nein. Mit meinem Live-Commentary sogar. Das mache ich dann, wenn ich es möchte. Du möchtest es morgen. Jetzt sieht das Level schon um einiges bedrohlicher aus, so. Ja, aber. So ist besser. Boah. Nom. Oh, man kann ihn nicht töten. Ah, ja, weißt du doch. Nee, wusste ich nicht. Vergessen. Ja. Schrecklich. So, jetzt wird's gefährlich hier mit den richtig harten Gegnern, die sterben können. Ja. Was ist das für eine Musik? Also bitte. Ja, hier ein bisschen dramatische Musik zum Ende hier.
Komm. Ich will die Musik hören, warte. Sei mal leise, bitte. Das kann nicht deren Ernst sein. Das ist deren Finalmusik. Also, ich finde das okay. Ich nicht. Es ist halt kein Paper Mario Sticker. Ja, trotzdem kann die Final Boss, also die Final Stage Musik doch ein bisschen bedrohlich sein. Das ist doch voll bedrohlich. Die war bei Yoshi's Island, glaube ich, ziemlich bedrohlich. Bei Yoshi's Island war ja auch die Final Boss Musik richtig toll hier. So, ich meine ja so Metal hier. Metal? Das war alles, aber kein Metal. Das war doch der Metal Rock hier. Metal Rock? Metal, Leute. Ups, ich hab was gemacht scheinbar. Das ist schon richtig. Richtig harter Metal hier, Leute. Ist das so gedacht, dass man das macht? Ach, man muss... Aber man muss die richtige Farbe erwischen. Ja, ernst? Schwarz ist hierfür richtig. Ja, doch, nicht. Nee, rot. Rot. Jetzt rot her. Ja, immerhin, wir hatten schon mal schwarz und sowas war es auch schon. Ja, das ist doch toll. Ach, einmal speichern wir hier jetzt. Und jetzt gehen wir mal nach rechts und suchen nach Eiern. Welche Farbe brauchen wir denn jetzt? Brauchen grün. Grün, blau. Rot und... Grün, rot, keine Ahnung. Nimm einfach alles, dass wir das mitnehmen können. Okay. Erstmal ein bisschen Wasser hier. Dann komme ich ja nicht wieder hoch. Gar nicht. Es leckt so sehr. Echt? Ja. Welche? Also gerade ich hatte gerade extremes Slowdowns hier oben. Wie komme ich ja nicht? Wie komme ich hier wieder? Ah, da unten. Okay, ich sehe schon. Was? Ah, ja. Tatsächlich. Hier geht es up and down. Up and down? Ja. Nicht schon wieder. Der Ball kommt und hilft mir. Danke. Warte, erstmal nach links. Das hatte ich sogar auch geplant. Jetzt hol mal drauf. Unfassbar. Wo ist hier rechts? Oh, da noch ein. Ist noch was hier? Ach so, ja, tatsächlich. Da, oh. Diese geheime Siegwürde. Oh, Krebse. Oh, eine Grabe. Ich glaube, die Grabe gibt die Feuerknüppel. Nee. Ach du Scheiße. Das hier gibt einen Wollknäuel. Was? Das ist... Ja, wir sind jetzt recht lang gegangen. Anscheinend müssen wir jetzt links lang gehen. Normalerweise. Ich glaube, es kann gut sein, dass das Final Level echt nochmal alles zeigt. An Dingen halt. Wäre toll, ehrlich gesagt. Erstmal den Fisch töten, hier. Das hab ich schon gesagt. Hilfe! Für der Fisch. Ich will hier weg. Bitte. Oh mein Gott. Überlebt. Am besten fand ich als Kind in dem normalen Yoshi's Island immer den Bosskampf im... Warte, stopp. Ah, nee. Immer den Bosskampf im Frosch. Den fand ich super. Den Bosskampf im Frosch? Ja. Den habe ich bisher nur einmal gesehen in einem Speedrun. Ich fand den klasse. Der war so klasse. Twitch TV Trihex. Erstmal Werbung machen hier. Twitch TV Volks. Und jetzt wieder nach rechts oben. Nein. Wie nein? Mann. Nein, kein Spaß jetzt. Lass mich doch mal ausprobieren. Ernsthaft jetzt? Ich bin sehr ernst. Du bist nicht ernst. Da ist der Grüne. Oder nee, grün. Das ist der Grüne, okay. Aber jetzt darfst du keine Wolle mehr schießen. Okay. Ich mach das alles hier. Klingt gut. Boom. Und zurück. Hier ist noch was. Die schwarze Wolle. Kriegen wir eventuell hier in den B-Bowser Yoshi? Wobei, nee, B-Bowser, nah, nee. Baby-Bowser Yoshi. Oh, da geht's hoch. Ja, warte mal, ich mach das hier so. Ja, okay. Ich komm schon. Danke. Was ist hier oben? Hast du den grünen noch? Oh. Ja, hast den grünen. Ah! Böses Teil. Was? Wie wäre man hier normalerweise hingekommen? Ernsthaft jetzt? Ah, da haben wir den da. Ach so. Guck mal da. Boah, wie wir sie eiskalt platt machen. Warte mal, ich nehme auch noch einen grünen mit für Sicherheit. Okay, tu das. Dass die auch alle nur schwarz sind, das Spiel, das ist eigentlich gut durchdacht, muss ich sagen. Ja, das ist ja offensichtlich, dass es so sein muss. Ja, aber ich finde die Idee an sich schon ganz lustig, wenn er aber jetzt einen grünen braucht. Ja. Ich finde die Idee echt gut. Oh, warte, nein, noch nicht. Geh zurück, ich habe eine Idee. Ah ja. Das ist sicherlich voll das Secret, der Secret hier. Das ist voll das offene Level, kann das sein? Wow! Ich hab den Punkt, wo die hochgehen, leider verpasst. Das sah echt traurig aus gerade. Warte, ich mach's nochmal hier. Da geh die hoch, hab ich doch mal. Ah, das kann doch nicht so schwer sein.
Da muss ein Secret sein. Nein. Doch, warum kommen die nicht mehr? Die leben doch noch. Kommt egal. Nein. Doch, egal. Da ist 100 pro irgendwo was versteckt. Ach, bitte. Doch. Du und dein Entdecker waren. Da ist 100 pro irgendwas versteckt, welche man da alle tötet. Nein rufen. Doch, oh, siehst du. Doch, wenn man tötet schon. Aha. Der Entdeckerwahn. Ich kann deinen Entdeckerwahn auch weiterhin nicht ernst nehmen. Er hat aber recht gehabt. Manchmal. Ja und? Weißt du, wie oft die großen Detektive in ihren Fernsehserien... Was machst du da? Ich hab alle weg und was sind die wichtigen. Toll. Reicht doch alles. Das war aber ziemlich knapp. Du hättest den wichtigen nicht wegmachen dürfen. Ich gehe aber nochmal nach rechts. Dann können wir nochmal oben drauf springen. Ja. Die ganzen großen Detektive in ihren tollen Fernsehserien greifen auch ganz oft in die Kloschüssel. Scheiß mal auf große Detektive in den Fernsehserien. Ich schau kein Fernsehen. Ich doch auch nicht. Ja, siehst du? Ja, ab und zu doch, aber schon. Ich gar nicht. Du musst doch nach rechts gehen, damit ob ich rausspringen kann. Oh, nee, das ist nicht notwendig. Hilfe! Keine Nein, Hilfe. Mein Ei! Oh, das grüne Ei, wir müssen schnell holen gehen. Warte mal, ist die oben echt nicht? Geh runter! Mein Ei ist weg. Ja, wow. Das ist schon brutal, dass du das grüne Ei bis zum Ende durch immer aufheben musst. Dann gehe ich mal zurück. Ich komme. Ich hüpfe freudig mit umher. Das weiße Ei müsste ich mir vielleicht aufheben. Sicher? Wofür? Naja, ich würde aber auch eine weiße Trophäe. Okay. Statue halt. Trophäe. Bitte keine Bomben auf mich werfen. Das hatte ich eigentlich nicht vor. Das sah aber danach aus. Ich wollte nur den einen grünen Scheiei nicht gefährden. Ich merke gerade auch, wie ich den Gletscher Yoshi seit Ewigkeiten nicht mehr ausgetauscht habe. Der ist einfach ein toller Yoshi. Na, der Pinke ist auch sehr toll. Ist hier nichts? Nö. Komisch. Sehr komisch. Das willst du denn am Anfang nächsten Mal nicht? Wo sind wir hier? Wir sind irgendwo im Schloss, aber ich hätte mittlerweile schon... Ich will mein weißes Ei nicht loswerden. Ich will da jetzt nichts anwerfen. Nimm den schwarzen. Oh, stimmt, der. Oh, ich glaube, man hätte auch vielleicht von unten hochkommen können. Ja, das kann gut sein. Oh Gott. Rufen, das da unten gefällt mir nicht. Ich hab eine Idee. Klasse. Ist noch einer da? Nee, dann egal. Den einen Teil nicht brauchen. Warum? Du bist echt ein Held. Ich wollte ja haben, aber ich durfte nicht. Tja. Das ist die weiße Wolle weg. Wieso kann man da nicht haben? Was machst du denn gerade? Ich möchte haben, aber haben. Ja, warum nimmst du denn immer den riskanten Weg? Wo gehst du hin? Da war ich ja noch ohne Reihe drüber. Ist aber das ist ein roter. Oh Gott, ein Blag. Oh Gott. Ich hab keins mehr. Hilfe! Er tötet mich noch! Ich hab halt keinen mehr. Lass mich doch kämpfen. Nein! Du bist zurück. Du hast doch... Wir haben beide schön bunte Sachen. Ja, das Problem ist, ich werfe jetzt den roten zuerst, wenn ich werfe. Ja, dann wirf nicht mehr. Wo gehst du hin? Ja, wir müssen den Blatt töten. Nein, müssen wir nicht. Doch, da oben sind Geheimnisse. Oh, wir hätten doch... Geheimnis. Die Geheimnisse hätten wir auch nachher anschauen können. Geheimnis. Scheiß auf Geheimnisse. Ich kann sowieso nicht werfen. Okay, ist gut. Ich kann noch einen roten holen. Oh. Danke. Ja, warum ist das jetzt passiert? Das ist gemein. Hättest du auf mich gehört, wäre das jetzt nicht passiert. Ja, warum war das? Hör doch einfach mal auf mich, Ruben. Aber ist es denn so schwer? Das war gemein, aber dass man uns getötet hat. Ist es denn so schwer? Das Schau war mal, gemein. Wir aber wären direkt tot. Hier gewesen. Das ist aber gemein. Wir hätten überhaupt kein Problem gehabt zu überleben. Hättest du einfach mal auf mich gehört. Nein, das ist aber schwierig. Das ist gar nicht schwierig. Ich werde nicht aufgeben, bis das geht. Aber warum ist er es nicht mehr? Ja, das kommt erst gleich. Ja, wie wann? Ja, wenn wir alle Scheigeist tot haben vielleicht. Ach so. Ach so, man muss erst hinlaufen einmal. Oh, guck mal, da kommt auch noch eins hin. Okay. Oh. Weil da grüne Rolle ist. Praktisch. Guck mal, links ist sogar zuerst. Dann gehe ich halt runter und hol das Ding. Hä? Ah.
Danke. Wie macht das Spieler Nummer 1? Ne, wie macht das ein einzelner Spieler, meine ich halt. Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Der stirbt einfach. Hat seinen Spaß gehabt. Ah, da ist was. Bring aber drüber. Hilfe, ich hasse diesen Blag. Guck mal, ich hab ein Gliedernis. Oh. Danke. Dank. Hast du ein rotes? Ja. Dann wirf das mal gerade bitte. Boah. Weil ich hier immer noch ein rotes. Oh nein, ich kann nicht durch ihn durch. Der kommt doch mit. Ach Mann. Boah, wir haben eine rote und jetzt gehen wir zum Anfang zurück. Können wir ja machen. Ha. Dank. Endlich hörst du mal auf mich. Ja, wenn der Anfang auch direkt daneben ist, ist das kein Problem. Ja, hier, weil er war da auch direkt daneben. Warte schon, warte mal kurz. Ah. Nein. Ich möchte erst mein Ei loswerden. So, das ist doch gut. Jetzt bin ich glücklich. Wir müssen eh wieder hier hoch, oder? Ja, man kann ja mal links rumgehen. Nee, ja, doch, klar. Doch. Warte, ganz kurz, bevor du weitergehst. Worauf denn? Okay. Hätte sein können, dass da irgendwas ist. Man weiß ja nie. Ich war da doch eben schon mal. Warte jetzt. Oh, da oben der. Die will ich haben. Nein, die brauche ich auch für das hier. Ja, das kriegst du ja auch so hin. Das krieg ich auch ohne Schallgeist hin. Aber Schallgeist zertreten ist mein Hobby. Schau, wir haben sogar Kristalle. Wunderbar. Oh, guck mal da oben. Nein, nicht kaputt machen. Ach doch, das da. Scheinbar hätte man da nicht so hinfliegen müssen. Brauchen wir auch ein weißes? Ich glaube ja. Nee, wir brauchen ein weißes. Sicher? Deswegen ist hier oben ja nichts, wenn man ein weißes braucht. Ja, dann nehme ich das mit. In Anbetracht dessen, dass der grüne gleich der rechts ist, kann man, denke ich, auch rechts rum weiterlaufen, oder? Ja. Weißt du, warte mal, jetzt müssen wir hier wieder sterben. Ich bin terrorisiert. Seit immer wenn ich aktuell weiß höre, muss ich an eine Geschichte von Domian denken. Töte ihn. Wo eine Frau nachts von der Wesen Horn terrorisiert wurde. Ja, warte, die hauen jetzt ab. Nein. Hä, wie, die hauen jetzt ab? Ey, irgendwann hauen die ab. Die waren vorhin. Ich wollte sie doch gerade auch wegmachen. Beschwer dich nicht. Ganz ruhig. Ich hätte sagen können, dass es schon die letzte Runde war. Ja, und ich hätte es auch wegmachen wollen. Okay, jetzt lass mal den Mann hier ran. Du hast ein Weißes. Ich weiß. Das ist die Wesen Horn. Ich hasse die Wesen Horn. So. Jetzt bin ich wertvoll. Du hast die zwei richtigen hier. Warte mal, ich probiere das mal jetzt allein hier als Spieler 1 hier. Wow, voll schwer und so. Jetzt geh schon, bitte. Danke. Boah, voll die Fake-Blume. Die kann man nicht essen, leider. War das wirklich alles? Ja. Ich glaube das so nicht. Ich glaube schon daran. Das glaube ich auch. Gut. 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 Nebenbei, warte mal, was ich auch mal ganz gut machen würde, ist hier, lass mich mal an. Warum? Und zwar, ich möchte mal alle von den töten hier. Ja klar, stimmt. Das gab's ja noch. Ich hab ja auch noch einen grünen. Ach man, jetzt bin ich nicht mehr der Einzige, der wichtig ist. Das ist traurig für mich. Ah ja, noch. Das war hilfreich. Ich weiß. Und das fünfte war immer auf dem Weg zurück. Echt? Wunderbar, so lang ist das Level gar nicht mal. Naja, vielleicht kommt danach noch was. Ja, mal gucken. Okay. Also ich glaube, bevor wir jetzt da etwas machen, gehen wir einfach mal kurz schnell zurück und geben die Eier ab. Ja, und speichern. Und speichern. Wir haben ja einen Savepoint da noch, ne? Das ist ja praktisch. Ja. So, das Grüne machst du. Ach, warte mal, blau? Das ist nicht gut. Wo war denn blau? Keine Ahnung. Ach so, ich glaube, ich weiß. Nein, warte, noch nicht speichern. Oder doch speichern. Danke. Ich glaube, ich habe eine Idee, wo blau ist. Wo denn? Ja, das zeige ich dir jetzt. Okay. Ich bin gespannt, Freunde. Und zwar, ich habe vorhin eine Theorie. Der grüne war oben irgendwo in der Mitte. Der rote ganz links. Und der blaue könnte ja jetzt rechts in diesem Wasserraum bei der blauen Röhre sein. Okay, interessant. Das ist eine Theorie, die ich nicht beweisen werde. Werden wir sehen. Eine Theorie bewiesen bei Galileo Mystery. Hättest du nicht auch einfach mit hochkommen können? Ich versuchte es, aber das war mir nicht gelungen. Denn jetzt wird der ultimative Fail gezeigt. Oh, die ultimative Fail-Compilation von Domtendo.
Warum musst du das immer? Weißt du, den einen Namen wolltest du deinen Völker nicht anmerken, aber jeden anderen Namen schmetterst du einfach so raus. Ja, weil die auch bekannt sind. Ja, guck mal, das sind auch diese Plags. Das ist sicherlich irgendwo ein blauer Tod. Das ist scheißegal. Warte, ich bin doch blau. Kannst du mich nicht vom Prinzip gegen? Nein! Doch, vielleicht geht das ja. Oh Gott. Ich bin blau, vielleicht kannst du mich dagegen werfen. Ich bin blau und schlau. Bist du nicht. Ich bin schlau und blau. Oh, Fisch! Komm her! Hä, wo ist denn dann blauer Schallei? Ja, ich werde es hier mal die letzte Wolle. Ach, guck mal, die haben alle Farben von der Wolle durch. Echt? Ja. Wie? Guck doch mal gleich nochmal hin hier. Ach so, stimmt. Welche Farben sind's denn? Ja, da. Grün, das gelb, sieht, rot, das schwarz, Mini, weiß. Das sieht nach Baby-Bowser aus, oder? Nee, doch nicht. Weiß hat er nicht. Wo hat der weiß und schwarz? Ja, schwarz in den Augen. Also. Ach komm. Warum bist du gestorben? Weil ich hoch wollte. Ach Mann. Aber wer kann doch da noch weiter? Wo kann denn dann der blaue sein? Mann, oh Mann. Da oben, oder? Nee. Oh, tatsächlich. Ja, siehst du? Wir machen uns das ganz einfach, weißt du wie? Wie denn? Ich bin blau, du nimmst mich jetzt. Okay. Das geht sicherlich. Nein. Wir haben alles, nimm mich einfach. Vielleicht wurde der blaue Schallgei da auch einfach von einem Fisch gefressen oder sowas. Nimm mich. Was? Es geht nicht. Ich bin nicht blau genug. Ja genau, du bist nicht blau genug. Du bist nicht reinhäutig genug. Was? Dann mal umschauen hier. Also da unten in dem Lavagefälle würde nicht sein. Das ist wie gesagt, vielleicht wird da vorne Fisch gefressen oder sowas. Dann geh mal zurück. Nein, wir können, wenn wir schon hier sind, können wir... Wir waren nur einen Raum nach links gegangen. Ja, trotzdem. Es klappt nicht. Ich wollte es kurz nur machen. Es geht aber nicht. Darf man als Mann nicht seine Prinzipien ausleben? Nö. Wow, wir sind beide so gut. Ach, warte mal, wir waren ja noch gar nicht hier gewesen. Doch. Oder nee, es geht mir nur um den Stempel. Ach so. Ach, bitte. Wie schlecht sind wir denn? Sehr schlecht. Och, bitte. Dieses Spiel will aber nicht, dass wir da hochgehen. Oh, warte, ich habe eine Idee. Hä? Oh! Nein. Okay. Da wird nichts sein. Man weiß es nicht. Aber ich kann mir vorstellen, das letzte Level ist für Kinder vielleicht doch ein bisschen zu durchdacht, kann das sein? Ich weiß nicht. Oh, warte, wir müssen da runter. Ja, stell dir vor, wenn du ein Kind wärst und du das ja sehen würdest. So mit 8 Jahren oder sowas. Jetzt mal schauen. Fressen die Fische irgendwas Blaues? Da ist ein blauer Faden. Ich glaube, kommt es mit dem blauen Faden da? Der kam an. Nee, hä? Da oben ist irgendwie. Da ist eine Platte. Irgendwie verstehe ich gerade nicht, wie wir weiterkommen sollen. Ich weiß wie. Ich sehe es. Oh. 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 Ach okay. Mann. Jetzt habe ich genug Blau. Du hättest mir auch einlassen können. Das reicht schon. Du hättest mir auch einlassen können. Das passt schon. Nein. Siehst du, gleich bist du tot. Ich werde schon nicht sterben. Und dann haben wir alles verloren, ich was wir je gehabt haben. Ich lasse die Grabber einfach in Ruhe, dann passiert nichts. Au. Der blaue ist die blauen Eier. Ich finde, das passt. Ja, finde ich auch. Mach mal die Scheigeister. Danke. Sind es schon. So. Jetzt sind wir gleich endlich beim Final Boss, oder? Ja, wir haben ja auch alles so ziemlich. Vielleicht kommt jetzt noch eine Passage, denn beim Original kam auch vom Final Boss noch eine langsame Autoscore-Passage mit Kamek. Ich hoffe, dass da keine kommt. Ich fände es toll, mit schön spannender Actionmusik. Speichern können wir eh nicht mehr, insofern vergessen das, wir da, das. Das war eine Scheißidee mit dem Speichern, oder? Warte mal, wie viel KP hast du? Bleib mal kurz stehen. Warte. Ja, ich warte. Ah ja, reicht doch. Nein, stopp, ich habe eine Idee. Welche Idee? Du wirst die Idee jetzt sehen. Oh nein. Du wirst begeistert sein. Nein. Doch. Nein. Tolle Idee. Ich finde die Idee gut. Super tolle Idee. Ich habe wieder volle KP, quasi, also. Ja, dann bleib mal stehen. Ja klar, ich will nur kurz noch die Shy Guys einsammeln für ein bisschen mehr Ei. Mal schauen, wie viel HP wir nun haben. Ja, wieder voll. 10 oder was? Nee, 5 oder so. 6, 7. 8, okay, doch 10. Unglaublich.
Hier, komm auf, jetzt geht's los. Die Musik setzt schon aus. Ja, die Musik weiß Bescheid. Weil alle wissen, dass nun der letzte Moment kommt. Ich hoffe, es kommt eine Kamek-Passage. Oh, mach den Mund zu. Oh. Bitte, Kamek-Passage. Ja, genau. Nee. Ja. Nein, was ist das? Das ist genau... Siehst du, ja. Ich wusste es. Kamek-Passage forever. Kann ich nicht den stampfen? Ich schätze mal, wir müssen dafür sorgen, dass Kamek hier runter schießt. Ja, komm mal, Kamek schießt hier runter. Warum? Ja, damit wir da runterkommen. Nein. Sicher nicht. Du musst einfach durchhalten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da was versteckt sein könnte. Ach, bitte. Ich bin ziemlich sicher. Warte mal, lass mal Kamek da wieder hinschießen. Guck mal, das war ein Herz. Toll. Da könnte doch sicher irgendwas sein. Die Musik beim Original war viel besser. Hey, Mega, das Original war besser. Nein, die Musik war besser. Ah, nochmal ein Herzchen. Das hier ist eher Entspannungsmusik. Guck mal, nochmal ein bisschen KP hier, Speicherpunkt. Schick mich nicht dahin. Oh, diese okay, große Tür. Jetzt gut aufpassen, selbst wenn der Wolke hier kommt, nicht hochdrücken. Nicht hochdrücken, pass auf. Ich pass auch auf, ich drücke nicht hoch. Hier ist nichts. Okay. Wir können auf das Finale. Mal schauen, wie wie Bowser uns begegnet. Okay. Ladevorgang hier. Oh, kommt auch Kamek. Laden. Kommt auch Kamek und verzaubert. Ach, das Bowser ist genau Junior. Wie beim Alten. Wo ist Kamek? Warum ist er nicht hier? Ach, bitte. Ja, bisschen Dialog. Junge Herr Bowser, ich bin hier. Keine Sorge, kein Grund zum Schreien. Du bist so spät dran, viel zu spät. Diese Synchro. Was hast du gemacht? Gib mir die Wolle. Hier wird dieser Ball ein großes Schloss bauen für mich ganz allein. Hä, wer seid denn ihr? Die Wolle gehört mir. Wir holen es gestohlen. Junge Herr Bowser, lasst mich euch helfen. Kann. Ja, danke schön. Das wär. Oh, guck mal, ich hab ihn schon. Das scheint schwer zu werden. Sieht sehr einfach aus. Ist irgendwie, naja, fast schon einfallslos, dass irgendwie alle Bosse daraus bestehen, dass sie in den Hintergrund laufen und dann irgendwie den Vordergrund angreifen. Oh Gott. Das war wohl nichts. Ja, das boah, ist der finale Schlag hier. Hab ihn schon. Also ehrlich, das ist etwas zu einfach. Du kriegst aber doch einen Schaden hier dafür. Aber das ist noch nicht das Finale. Wo kriegt man eigentlich hier Wolle her, falls man keine hätte? Kamek macht sicher irgendwas, wenn wir keine mehr haben. Kann man das vielleicht nicht aufsammeln? Nein. Nee, okay. Das ist nicht essbar. Ups, jetzt haben wir, oh. Jetzt haben wir keine mehr. Ich habe nur eine. Echt? Oh. Ach du Scheiße. Was macht der da? Er macht Feuerfontänen, weil er meint, das bringt was. Niemals. Ich frage mich aber immer noch, wo die Wolle. Ich meine, ich habe ihn jetzt besiegt. Also, wir haben ihn besiegt, aber ich frage mich immer noch, wo kommt die Wolle her, falls man jetzt. Kamek bringt sie uns. Junge Herr, seid ihr wohl auf? Ihr Yoshi, wie konntet ihr nur? Moment, mir kommt da eine Idee. Machen wir den auch mal groß. Mit der Macht der Wolle könnte ich. Oh, das ist perfekt. Mit der Macht der Wolle. Oh, die super große, böse Bowser-Wolle. Ach du Scheiße. Na nun, was passiert jetzt? Oh ja, wird größer. Das sah gerade wie bei Paper Mario 2. Der Vorhang da. Das stimmt, ja. Voll schön. Daran habe ich mir aber auch gerade gedacht. Das macht schönes Feeling, nicht wahr? Jetzt beginnt das Kampf. Die Bühne für den finalen Kampf öffnet sich. Ist es eine Kuppel? Oh, mit 3D-Effekten. Das gefällt mir. Ach Gott. Oh, müssen. Oh ja. Boah, jetzt bin ich sauer. Gür. Okay. Hilfe, ich hab kein. Du kannst mit den Pfeilen da irgendwie lang springen. Ich weiß noch nicht genau, was das bringen soll. Ja, das bringt halt irgendwie was, aber ich weiß nicht genau, was das bringen soll. Oh, jetzt kommt Feuer hoch. Wir rennen einfach mal, okay? Wir rennen, bis wir wissen. Ah, ich weiß schon, was wir tun müssen. Hier super große böse Eier hier. Und dann müssen wir damit jetzt irgendwie Bowser angreifen. Vielleicht die Wolle? Ja, die Wolle. Du musst die Wolle kaputt machen. Okay. Das ist Moment, in dem wir große böse Eier holen. Ah, okay. Klingt toll. Das gibt schon mal Sinn. Das ist schon mal sehr leicht. Und dann können wir halt durch die Gegend laufen, indem wir das eben weitermachen hier. Und dann, wir haben den Kopf getroffen. Ach so, die Wolle, die große böse Bowser-Wolle, ist sein Schutzschild.
Okay. Das können wir zerstören, damit wir den Kopf treffen, bitte. Ich treffe ihn einfach gar nicht. Ich muss aber sagen, mir gefällt die Aufmachung. Ja, die Aufmachung ist sehr toll. Hoppala, aufpassen hier. Jaha. Kann ich ihn nicht auch mal treffen, bitte? Ja, weil wir schießen in die Mitte, wenn wir das so machen hier. Aber wir treffen aktuell nicht anscheinend, weil wir gerade nicht während einer... Oh, an der verletzbaren Basis. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich habe ein Problem. Wir schießen uns weg einfach. Okay. Wir schießen uns gar nicht mehr. Aber müssen wir den Rücken treffen oder was? Nee. Ich brauche mal gerade wieder Wolle. Ich auch. Aber die Aufmachung ist echt klasse. Okay, ich glaube, am Kopf treffen wir ihn nicht. Au. Ich glaube, am Kopf treffen bringt irgendwie nichts. Wir müssen da irgendwas... Wir haben ihn irgendwie anders vorhin getroffen. Ich weiß zwar nicht, wie, aber irgendwie... Ja, du warst das, glaube ich. Ja, am Kopftreffen ist nicht so wirklich die Option. Warte mal, wir springen weg. Also, ich springe weg. Und wo ist dein Ei? Ja, da hinten. Ach so, ich glaube, sein Rücken ist verletzbar, weil er auch gerade seinen Rücken mit der Wolle verteidigt hat. Okay. Also müssten wir erstmal wieder die ganze Wolle wegmachen hinten am Rücken. Aber weißt du, wie das erinnert? Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber kennst du Rayman 3? Vom Namen her. Rayman 3, der Final Boss, hat auch so eine runde Plattform, ähnlich wie die hier. Es sieht da wirklich fast genauso aus, bei der du, wir mussten irgendwie nicht so treffen. Hä? Achso, man muss aber die Wolle wegmachen. Wow. Das war's schon. Das war's? Wie jetzt? Der Rayman 3 hat mich auch so nicht erinnert. Ich dachte, wir müssten die Wolle jetzt irgendwie dreimal wegmachen oder sowas. Es ist noch nicht vorbei, es geht doch sicher weiter jetzt. Die Wolle ist für B-Bowser und verstreut sich in alle Richtungen. Nein, das ist zu Ende. Oh. Wow. Das war ein harter Boss. Der Boss war jetzt aber echt nicht schwer. Selbst wenn man da, also, ich meine jetzt... Du hast die Yoshis. Die Yoshis sind zurück. Wie toll. Ja, das sind die da, schön. Die losen Fäden vereinen sich. Oh ja. Juhu. Oh, jetzt gibt's große Prügel für B-Bowser. Ach du Scheiße, jetzt kommt die Gang. Oh. Wie könnt ihr den jungen Herrn so etwas antun? Dafür werdet ihr immer noch bezahlen. Oh. Die Yoshis freuen sich. Ich bin auf Kamex Seite. Ich hätte... Wow. Bitte. Ja. Das ist der Moment. Bitte. Ich hasse dieses Gerät. Warte, ich gebe dir gleich den Stecker. Dieses Gerät, da hat eine Ladekapazität von irgendwie vielleicht einer Batterie, wenn man es beim Gameboy einfügt. Nee, es hat die Hälfte der Ladung von meinem Handy-Akku. Weniger als die Hälfte. Dankeschön, jetzt können wir die Credits angucken und so. Okay, das ist ein Handy, ein bisschen motivierter vorlesen. Friedliche Insel, alles friedlich, ja. Friedliche Insel. Die Hebe darüber nach, was er angestellt hat. Oh, Schnuffel. Was macht Schnuffel auf dem Mond? Ach, Schnuffel. Was zur Hölle macht Schnuffel auf dem Mond? Gut viel, hast du gut gemacht. Ah, wie toll, Credits. Ah, gut viel. Gut viel. Oh, ganz die haben ein tolles Logo. Viel. Findest du? Ja, das ist Girlfriend. Na, ist nett, ja. Girlfriend. Warum ist dein Schattei? Oh nein. Wo kann ich das mit dem Stift machen? Nö. Geht nicht, okay. Es ist nur zum Anschauen. Oh, wie die schon einfach einem empfehlen, das zu überspringen mit Minus. Echt? Da unten rechts meine ich halt. Ja, oh, Schnuffel, nein, Schnuffel mit der Bombe. Ach du Scheiße. Oh, wie liebevoll die Credits wird das sind hier. Voll liebevoll. Schnuffel. Ich kann mir nichts Liebevolleres vorstellen als Schnuffel. Ich muss aber sagen, das ganze Spiel war sehr toll, aber ich hätte mir irgendwie gewünscht am Ende, dass die Yoshi so ganz friedlich machen. Aber Bowser ist schon okay, komm, wir sind alle Freunde. Und dann kommt Kamek und nimmt ihn trotzdem mit. Irgendwie sowas in der Art. Ich meine, so Liebe, Freude, Eierkuchen, ist einfach toll. Wäre doch schön gewesen. Ja, na, natürlich doch. Es ist aber auch irgendwie ist es wahrscheinlich toll oder auch irgendwo nicht, ich weiß nicht, dass irgendwie alle Yoshi-Spiele irgendwie immer so sind, dass du 6 Welten durchläufst, dann Bowser besiegst und dann alles gut ist und Bowser immer groß wird. War es bei dem N64-Teil auch so? Bowser wird nicht groß, aber du bekämpfst ihn auch. Ach so, toll. Auch als Final Boss? Ja. Oh. In Yoshis Story ist es halt so, dass er am Ende über so einem komischen Geist oben in der Luft rumfliegt und du musst Bombeneier in die Luft schießen und die explodieren dann und treffen ihn dann so. Okay. Das ist an sich nicht groß schwierig, aber die Bomben fallen halt auch runter und wenn die Bomben halt eben dich treffen, dann kriegst du ja Schaden. Weißt du, wo ich mich drauf freue? Was denn? Auf deine Thumbnails. Ach Gott. Die werden wir sicher im Laufe der Woche noch gemeinsam gestalten. Ja, natürlich. Und dann werde ich dafür sorgen, dass Ruven das mit seinem GameMaker sehr gut macht. Nee, ich bin das schon in Photoshop. Ja, weiß ich. Wir werden erstmal die derben Kurzreviews hier raushauen. Also Tordos Spiel hier hatte viel Feature und Kram und Dinge und war toll und tolle Grafik. Also
Ernst gemeint. Das Spiel ist toll. Und ich empfehle es sogar nicht mal. Oh, das war jetzt irgendwie gemein. Ich empfehle nebenbei den meisten Leuten wirklich, spielt es mit einem Freund. Ihr werdet euren Freunden nach Hasenschnuffel genauso, aber das macht das deutlich schwerer und ist wahrscheinlich dann interessanter auch. Ja, ich persönlich habe Rufen schon vor dem Spiel gehasst, aber dieses Spiel hat meinen Hass noch verstärkt. Vor allem, wir haben zwar nicht unseren Rabenboss auf dem Planeten, aber wir haben im Prinzip so was Ähnliches jetzt hier gerade. Ja, wir haben Schnuffel auf dem Planeten und Baby Bowser. Die werden jetzt weggesprengt. Ja, aber Schnuffel irgendwie ja nicht. Schnuffel scheinbar nicht. Oh, Ende. Oh, hast du das liebevoll gemacht. Mit ich Schnuffel. Mag das Ende. Immerhin haben wir Schnuffel hier. Also wenn ihr das Spiel nicht, also wenn ihr eine Wii U habt, aber das Spiel nicht habt, dann kauft euch das Spiel. Habt ihr die Wii U nicht, dann kauft euch das Spiel nicht. Weil es ist wahrscheinlich kein Kaufgrund für eine Wii U, aber wenn ihr habt die Wii U, kauft euch das Spiel. Es ist toll. Es ist wirst du es nicht irgendwann verkaufen? Ich weiß nicht, also das. Ich glaube, du kannst es ja verlosen. Nee, das ist eines dieser Wii U-Spiele, die ich wahrscheinlich nicht verkaufen werde. Du musst es verlosen. Nein. Einen Daumen hoch und Abo für Woody World gewinnen. Nein, wie gerade eben gesagt, das ist die Art von Nintendo Wii U-Spiel, die Wii U ganz viele braucht. Und zwar Spiele, die man nicht verkaufen will. Ah. Das ist halt so wie jetzt. Ja, das ist eben so ein Spiel wie Party U, das verkauft man nicht, das ist gut. Ich bin gespannt, welchen Yoshi wir da jetzt rausbekommen. Danke, oh, danke fürs Spielen. Oh, Schnuffel. Oh, Schnuffel. Toll. Okay. Du kannst dir deine Musik mitlernen. Hä? Will ich gar nicht. Von wem aus was wurde ein Woll-Yoshi wieder zusammengehäkelt? Das ist grandios. Auf dem Woll-Atoll wurde der Boss-Pavillon eröffnet. Oh ja, der Boss-Pavillon. Den werdet ihr nebenbei nicht sehen. Das ist traurig. Ich kann Rufen nicht überreden. Nein, das lassen wir. Oh. Ja, also ich schätze mal, das war's für dieses tolle Let's Play. Wir werden uns noch weiter Spaß mit diesem Spiel gönnen, während wir hier so offline spielen. Lass uns doch wenigstens noch den Woll-Yoshi anschauen. Ach, guck mal, wir haben einen Haufen Neues geschenkt bekommen gerade, schau mal. Echt? Ja, wir haben gerade durch das Besiegen von Baby Bowser. Jetzt bin ich wieder zwei. Egal. Ja, aber ich will Typ A. Ja. Das hast du Typ. Stimmt. Meinetwegen. Ich möchte mir nur zum Abschluss den Woll-Yoshi anschauen. Aber schau mal, wir haben einen Haufen Yoshis, also verschiedene Farben bekommen, normale Farben einfach nur, weil wir Oh, guck mal, der Weiße! Der Weiße! Den nehme ich! Dann nehme ich den Schwarzen. Oh ja, der Weiße Yoshi. Nein. Aber wir haben einfach mal das Abschluss von Spielen einen Haufen Farben bekommen, das finde ich sehr schön. Das ist, nein, ist doch schön. Ich nehme einen Clash-Yoshi, bitte. Warte mal, wir machen das anders jetzt. Wir machen das per, Weltenübersicht. Ja, Weltenübersicht. Ganz professionell. Ich gehe jetzt auf Welt 6 schnell. 4, 5. Nebenbei hast du das 6. in der Mitte gesehen, das Ei? Nein. Da in der Mitte war ein Ei, das uns die Sonnenblumen angezeigt hat. Wenn wir in allen Welten alle Sonnenblumen haben, kriegen wir wahrscheinlich dann ein finales Superlevel in der Mitte. Das musst du sammeln, bevor ich weg bin. Ja, mal gucken, ob ich das schaffe. Ja, schnell. Da das. Ah, das. Doch, es ist doch ein Bowser, Yoshi. Oh Gott. Ich finde, es sieht gut aus. Eigentlich. Er sieht nicht schlimm aus. Es sieht okay aus. Es gibt Schlimmeres. Ja, okay. Aber ich muss sagen, ich bin auch glücklich mit dem Spiel geworden. Es ist tatsächlich so, wenn man das alleine spielt, ist es wahrscheinlich einfach ein Spiel zum Abschalten und zum Spaß haben. Und wenn man es gemeinsam spielt, ist es ein Spiel zum Hassen und irgendwie weiterkommen. Ja. So kann man das leider sagen. Schau mal da, wir haben 50 nicht gekriegt. Ja, das machen wir. Ich schätze mal, das ist okay. Ja. Ja, dann sammeln wir mal 50. Ja. Komm, bis ich weg bin. Ja. Ja. Du hast noch Hass. Ja, okay, dann statt dass wir einfach nur Tschüss sagen, bekommt dieses Mal eine viel bessere Verabschiedung. Und zwar. Echt? Das war's für heute. Für heute? Ja, yeah, das war's für immer. Ach so. Für Yoshi's Woody World. Eiskalt. Wir sehen uns wieder bei dem nächsten tollen Wii U-Spiel, das dann rauskommt, ein Koop hat. Das wäre. Wenn es nicht bis dahin die NX gibt. Die was? Die Nintendo X. Ach so. Ja, keine Ahnung, kommt noch irgendwas für die Wii U mit Koop raus? Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube auch nicht, ehrlich gesagt. Dann halt nie wieder bis, also bei keinem Videospiel mehr. Auf Nimmer Wiedersehen, Freunde. Ja, bis bald. Was? Okay. Ach, wieder, Leute, bis bald. Ja, ja. Ihr dürft aber nicht vergessen, euch die Folge nachts anzugucken für das extra Bonus-Feeling. Ja. Dann tschüss jetzt. Tschüss. Ist immer gut, dass ich es erwähne am Ende der Folge. Jetzt sag schon tschüss. Ich schreibe es in die Beschreibung, tschüss.